So könnte ein Terrarium auch in Ihrem Wohnzimmer aussehen. Sie denken, das ist schwierig? Mit der heutigen Technik lässt sich ein perfektes Biotop schaffen und der Pflegeaufwand erheblich reduzieren. Beregnungsanlagen und Luftbefeuchter schaffen das optimale Klima. Auch im Urlaub oder bei Abwesenheit. Die passende Regeltechnik steuert die Geräte sicher und zuverlässig. So haben Sie immer die volle Kontrolle über Ihr privates Biotop. Die richtige Beleuchtung ist für Reptilien als wechselwarme Tiere, die ihre Körpertemperatur hauptsächlich über die Sonne steuern, sehr wichtig. Gerade in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren viel getan. UV-Licht, Wärme und sonnenähnliche Lichtverhältnisse, dies alles ist kein Problem mehr. Dazu werden die Leuchtmittel immer sparsamer und effizienter. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich im Folgenden doch im Detail über die Produkte und die Möglichkeiten. Sie werden sehen, wie einfach Terraristik heute sein kann. Viele Hersteller und Tierärzte betonen, wie wichtig UVB-Strahlung für Reptilien ist. Das ist auch nicht falsch. Die ebenfalls sehr wichtige UVA-Strahlung wird dabei aber leider oft vernachlässigt. UVC-Strahlung ist schädlich und kommt in der Sonne nicht vor. UVC-Lampen, die unter anderem für den Gartenteich erhältlich sind, dürfen in der Terraristik nicht eingesetzt werden. Interessanter und wichtiger ist da schon die UVB-Strahlung, die in einem Wellenbereich von 280 bis 315 Nanometer liegt. Durch diese Strahlung sind Wirbeltiere in der Lage, selbst eine Vorstufe von Vitamin D3 zu bilden. Dies ist für den Knochenbau wichtig, denn ohne Vitamin D3 kann Calcium nicht umgesetzt werden. Die Knochen werden weich und spröde, man spricht von Rachitis. Wichtig ist zu wissen, dass dieser biologische Prozess der Vitamin D3-Synthese mit Hilfe von UV-Licht nicht nur eine Besonderheit von Reptilien ist. Auch Vögel und Säugetiere und damit auch wir Menschen können mit Hilfe von UV-Licht Vitamin D3 bilden. Bei Reptilien wird häufig auf die Notwendigkeit von UVB hingewiesen, da diese durch ihre andere Physiologie anfälliger für Rachitis sind als zum Beispiel wir Menschen. Reptilien sind wechselwarm und benötigen daher zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur keine Energie. Während Säugetiere und Vögel sehr viel Energie für die Körperwärme einsetzen müssen, können Reptilien einen Großteil der Nahrung in Wachstum umsetzen. Reptilien wachsen bei reichlichem Nahrungsangebot extrem schnell und sind damit auch entsprechend anfällig für Rachitis. Denn das Knochenwachstum muss ja mit dem normalen Wachstum mithalten. Dazu kommt oft das Problem, dass über die Nahrung nicht genug Vitamin D3 aufgenommen wird. Hier kommt der große Vorteil von UVB-Strahlung ins Spiel, die es den Tieren ermöglicht, ihren Vitamin D3-Haushalt selber zu regulieren. Es ist aber immer noch wichtig, dass die Tiere ausreichend Calcium über die Nahrung aufnehmen. Bekommen die Tiere nicht genug Calcium, bringt auch UV-Strahlung nichts, denn es kann nichts in die Knochen eingelagert werden. Beachten Sie entsprechend bitte unbedingt auch den Bereich Futter. Wenig beachtet wird leider die UVA-Strahlung im Wellenlängenbereich von 315 bis 400 Nanometer, da viele das Hauptaugenmerk auf UVB legen, um Rachitis zu vermeiden. Die UVA-Strahlung hat aber einen wichtigen Einfluss auf Reptilien, denn viele sehen im Gegensatz zu Menschen im UVA-Bereich. Fehlt die UVA-Strahlung, dann sind Reptilien zum Teil farbenblind. Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine bestimmte Farbe nicht sehen. Die Welt sehe ganz anders aus. Fehlende UVA-Strahlung erzeugt viel Stress für die Reptilien. Außerdem hat sich gezeigt, dass Lampen mit hoher UVA-Strahlung sich günstig auf das Wohlbefinden der Tiere auswirken, zumal UVA in der innerartlichen Kommunikation oft eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel zur Paarungszeit. Es ist entsprechend wichtig, dass Lampen für die Terraristik ein möglichst natürliches Spektrum bieten, damit es den Tieren an nichts fehlt. Auf jeden Fall sollte der UVA-Anteil deutlich höher als der UVB-Anteil sein.
Bei Leuchtstofflampen wird in der Regel der UVB-Anteil zu Ungunsten des UVAs erhöht, sodass die UVA-Strahlung nur 3- bis 4-mal so hoch wie die UVB-Strahlung ist. Die Sonne hat aber einen 20-mal höheren UVA als UVB-Anteil. Den Unterschied sieht man klar am Verhalten der Tiere. Hinzu kommt, dass für die Vitamin-D3-Synthese nur der Wellenbereich zwischen 290 und 305 Nanometer relevant ist. Das wird häufig von den Herstellern entsprechender Produkte verschwiegen, denn dieser Wellenlängenbereich ist besonders schwierig künstlich zu erzeugen. Eine Lampe mit hoher UVB-Leistung hat eventuell gar nicht die eigentlich wichtigen Wellenlängenbereiche und bringt so dem Tier nichts. Das Dilemma für den Verbraucher ist, dass er nur schwer gute und schlechte Lampen unterscheiden kann. Messgeräte sind teuer und ein Messgerät allein liefert auch keine zuverlässigen Werte. Der Kauf ist somit Vertrauenssache. Und je mehr Daten ein Hersteller liefert, desto besser kann man einschätzen, ob die Lampe wirklich geeignet ist. Eine Spektralanalyse ist zur Beurteilung der Lampenqualität am aussagekräftigsten. Eine Spektralanalyse wird mithilfe eines Spektrometers erstellt und zeigt über eine Kurve die Strahlungsintensität in den entsprechenden Wellenlängenbereichen an. Je höher der Ausschlag, desto intensiver ist die Strahlung in diesem Bereich. In der Spektralanalyse können Sie erkennen, ob und wie viel UVB-Strahlung zwischen 290 und 305 Nanometer vorhanden ist. Diese Spektralanalyse zeigt ein vernünftiges und ausgewogenes Spektrum. Die Strahlungsstärke unter 290 Nanometer und im ganzen UVB-Bereich sollte nicht so hoch sein, da diese in zu großer Menge auch schädlich ist. Ein UVB-Prozentwert, wie ihn viele Hersteller in der Werbung verwenden, ist überhaupt nicht aussagekräftig, da dieser gar keine Aussage darüber trifft, welche Wellenlängenbereiche vorhanden sind. Unterschiedliche Lampentypen lassen sich anhand des Prozentwerts gar nicht vergleichen, da dieser keinen direkten Bezug zur Lampenleistung und der bestrahlten Oberfläche hat. Eine 2% Lampe mit 100 Watt, die eine Fläche von 1 Quadratmeter bestrahlt, wird den Tieren mehr UVB bieten als eine 10% Lampe mit 20 Watt, die eine Fläche von 2 Quadratmeter bestrahlt. Die UV-Leistung in Watt ist mit jeweils 2 Watt zwar gleich, diese wird aber bei der 20 Watt Lampe auf eine viel größere Fläche gestreut. Ein Strahler mit 50 Watt wird dem Tier lokal immer deutlich mehr UV bieten als eine 15 Watt Leuchtstoffröhre, die eine größere Fläche bestrahlt. Man muss wissen, dass die Höhe der UV-Strahlung sehr stark abhängig vom Abstand zur Lampe ist. Sie nimmt deutlich ab, je weiter man von der Lampe entfernt ist. So ist die UVB-Leistung bei 30 cm Abstand weniger als halb so hoch und bei 50 cm unter einem Viertel der Leistung bei 20 cm Abstand. Seriöse Hersteller machen entsprechende Empfehlungen zum Mindest- und Maximalabstand, damit sichergestellt werden kann, dass die Tiere genug bzw. nicht zu viel UV-Strahlung bekommen. Lucky Reptile bietet Ihnen darüber hinaus auf der Homepage www.luckyreptile.com den UV-Calculator als kostenlosen Service an, mit dem Sie die UV-Leistung eines UV-Strahlers in Abhängigkeit zum Abstand berechnen können. Viele Hersteller machen mittlerweile Angaben zu der UV-Leistung der Lampe in Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Diese lässt sich zum Beispiel auch mit den Solartec 6.2 UV-Messgeräten ermitteln, über die mittlerweile viele Händler und Tierärzte verfügen. Beachten Sie aber bitte, dass die Werte nur eine Aussagekraft haben, wenn auch das richtige UV-Licht vorhanden ist. Wichtig ist, dass Sie eine präzise Abstandsangabe zu dem UV-Wert haben. Beides wird dann in den UV-Calculator eingegeben. Unten sehen Sie die errechneten Werte von 5 bis 200 cm Abstand. Zu hohe Werte werden rot angezeigt und optimale Werte in grün. Darüber hinaus gibt es noch gelbe Werte, die das Optimum für Arten mit geringen UV-Bedürfnissen, wie zum Beispiel Schlangen, darstellen. Eine ausführliche Erklärung finden Sie auf der rechten Seite im UV-Calculator. Der Abstand zur Lampe beeinflusst die UV-Leistung erheblich. Eine Lampe, die bei 50 cm gute Werte bringt, ist bei 30 cm schon zu stark. Halten Sie sich entsprechend unbedingt an die Lucky Reptile Abstandsempfehlungen. Aus unserer langjährigen Forschung in Sachen Lichttechnik und durch Korrespondenz mit UV-Experten weltweit ist die Lucky Reptile Bright Sun entstanden. Dieses revolutionäre Leuchtmittel wurde der Sonne nachempfunden und bietet alles, was Reptilien brauchen: Wärmestrahlung, UVA,
und UVB sowie sehr viel Licht. Es ist die einzige Reptilienlampe, die wirklich für sonnenähnliche Bedingungen im Terrarium sorgen kann. Neben hoher UVA-Leistung und wirksamer UVB-Strahlung, auch im Bereich unter 305 Nanometer, zeichnet sich die Lampe vor allem durch ihre hohe Lichtleistung aus. In der Natur erreicht die Sonne Werte von 100.000 Lux. Die Bright Sun ist die einzige Lampe, die in diese Bereiche vorstoßen kann, während andere Reptilienlampen deutlich dahinter zurückbleiben. Auch die Wärmeleistung der Bright Sun muss sich dank eines effektiven Reflektors nicht verstecken. Während andere normale Spotstrahler und UV-Lampen viel Wärme nach oben und zur Seite verlieren und nicht zum Tier projizieren, bündelt der robuste Metallreflektor der Bright Sun Licht und Wärme optimal und bringt alles dorthin, wo es gebraucht wird, nämlich zum Tier. Dadurch erzielt die Bright Sun nicht nur außerordentliche Leistungen, sie ist vor allem effizient und damit sparsam. Verglichen mit einem 160 Watt UV-Strahler bringt eine Bright Sun UV 70 Watt ähnliche Temperaturen am Sonnenplatz, aber eine über 5-mal so hohe und damit naturnahe Lichtleistung und versorgt ihr Tier darüber hinaus optimal mit UVB und UVA. So können Sie im Jahr schnell über 70 Euro alleine an Stromkosten sparen. Mit der Bright Sun tun Sie Ihren Tieren etwas Gutes und können gleichzeitig Ihre Energiekosten reduzieren. Sie werden sehen, dass die Tiere das Licht der Bright Sun lieben werden, viel aktiver sind und schönere Farben zeigen. Um den Tieren für jedes Einsatzgebiet die optimale Beleuchtung zu bieten, gibt es verschiedene Modelle. Die Bright Sun UV Desert wurde speziell für Tiere aus offenen Landschaften wie Wüsten und Steppen entwickelt. Sie simuliert ein ungefiltertes Sonnenlicht und hat entsprechend ein helles, weißes Licht, das sich optisch sehr gut in Wüstenterrarien eingliedert. Darüber hinaus haben Tests gezeigt, dass Wüstenbewohner und auch Bartagamen dieses Licht ganz klar vor anderen künstlichen Lichtquellen bevorzugen. Für Tropenterrarien wurde die Bright Sun UV Jungle entwickelt. Sie weist höhere Rot-, Grün- und Gelbanteile als die Bright Sun UV Desert auf. Dadurch werden die Farben von Pflanzen besser betont und das Terrarium wirkt lebendiger. Auch Waldbewohner wie Basilisken bevorzugen die Bright Sun UV Jungle klar über die Bright Sun UV Desert. In der Natur wird auch das Licht durch die Äste und Blätter gefiltert und wirkt dadurch wärmer. Eine lichtdurchflutete Lichtung im Wald hat für uns auch einen ganz anderen optischen Charakter als eine offene Wiese. Die Bright Sun UV ist in 50 und in 70 Watt erhältlich. Darüber hinaus gibt es von beiden Varianten noch eine Flutlichtausführung, die sich durch einen größeren Ausstrahlwinkel auszeichnet und sich damit vor allem zur Ausleuchtung von größeren Terrarien anbietet. Die Empfehlung für die Schaffung von Sonnenplätzen ist klar die Bright Sun UV. Sie sorgt durch die engere Strahlenbündelung für höhere Temperaturen. Darüber hinaus wurde für größere Terrarien ab mindestens 80 cm Höhe die Bright Sun Ultra Desert 150 Watt entwickelt. Diese Lampe erzielt durch ein spezielles Frontglas und ihre Reflektorkonstruktion besonders gute UV-Reichweiten und Sonnenplatztemperaturen. Es ist aber unbedingt auf einen Mindestabstand von 50 cm zu achten. Die Bright Sun haben, wie andere Reptilienlampen auch, ein E27-Gewinde, benötigen aber für den Betrieb spezielle Vorschaltgeräte. Dabei ist es wichtig, dass die Wattstärke des Vorschaltgeräts mit der Lampe übereinstimmt. Eine 70-Watt-Lampe kann nicht an einem 50-Watt-Vorschaltgerät betrieben werden und umgekehrt. Bei den Vorschaltgeräten haben Sie zwei verschiedene Modelle zur Auswahl. Das elektronische Bright Control Pro und das konventionelle Bright Control. Das Bright Control arbeitet noch mit Magnetspulen und ist damit relativ groß und schwer. Es eignet sich für den generellen Betrieb der Lampe, hat darüber hinaus aber keine spezielle Steuerelektronik. Durch die Verlustleistung der Spulen ist der Stromverbrauch 10-mal so hoch wie beim Bright Control Pro. Dieses moderne elektronische Vorschaltgerät hat neben dem deutlich geringeren Stromverbrauch vor allem den Vorteil einer intelligenten Lampensteuerung. So schaltet es ab, wenn es die Lampe nicht starten kann oder diese beschädigt ist.
Außerdem erhöht sich durch den lampenschonenderen Betrieb die Lebensdauer der Bright Sun. Das Gerät ist zudem deutlich leichter und kompakter, sodass es einfacher untergebracht werden kann. Entsprechend ist es die klare Empfehlung, auch wenn es bei der Anschaffung den Geldbeutel stärker strapaziert. Passend zu den Vorschaltgeräten bietet Lucky Reptile verschiedene Leuchten- und Porzellanfassungen für die unterschiedlichen Einsatzzwecke an. Darunter Fassungen mit Gelenk, die beliebig ausgerichtet werden können. Oder Leuchten mit Reflektor und Schutzgitter, die sowohl einfach auf ein Terrarium mit Gasedeckel gestellt oder auch im Terrarium montiert werden können. Die Thermo Socket Pro Modelle weisen eine Steckverbindung auf, die kompatibel zu den Bright Control Vorschaltgeräten sind. Damit ist die Installation sehr einfach. Auch die Thermo Socket Plus Reflektorleuchten sind in einer Variante mit Steckverbindung erhältlich. Achten Sie auf den Aufkleber Plug and Play. Hier nochmal eine Zusammenfassung, warum die Bright Sun die perfekte Terrarienbeleuchtung ist. Sonnenähnliches Spektrum, hohe UVA-Leistung, UVB-Strahlung im richtigen Wellenlängenbereich, gute Wärmeleistung, sehr hohe Lichtleistung, über 5-mal höher als bei anderen UV-Lampen, optimal abgestimmte Spektren, Bright Sun Jungle für Waldbewohner, Bright Sun Desert für Wüste und Steppe. Niedrige Wattstärken bei hoher Leistung, dadurch hohe Stromersparnis, praktisch für alle Terrariengrößen geeignet. Überzeugen Sie sich selber von der unglaublichen Lichtqualität. Sie werden begeistert sein. Für die UV-Versorgung in kleinen Terrarien eignet sich die Lucky Reptile Compact UV Sun. Bei dieser Energiesparlampe ist auf ein besonders natürliches Licht Wert gelegt worden. Die Lampe wirkt entsprechend nicht so bläulich wie andere UV-Kompaktlampen, bietet den Tieren aber trotzdem genügend UV-Licht. Es ist allerdings wichtig, dass eine solche Lampe immer mit einem Reflektor verwendet wird, da nur so das Licht und die UV-Strahlung richtig zum Tier gelenkt werden. Ansonsten verschenken Sie schnell über 200% Leistung. Der kleine Thermosocket plus Reflektor wurde speziell auf stabförmige Kompaktlampen optimiert und erhöht die Lichtleistung erheblich. Verwenden Sie eine Kompaktlampe nie ohne Reflektor. Und beachten Sie die Mindestabstände. Da Kompaktlampen praktisch keine Wärme abgeben, muss ein Wärmepunkt mit Hilfe von Wärmelampen geschaffen werden. Bei der Bright Sun kann es sich anbieten, zusätzliche Sonnenplätze mit Wärmelampen zu schaffen, gerade in größeren Terrarien. Reptilien sind wechselwarm und sind auf äußere Faktoren angewiesen, um auf ihre Vorzugstemperatur zu kommen. Die Sonne ist dabei der wichtigste Energielieferant und Reptilien suchen entsprechend gerne sonnenexponierte bzw. von der Sonne erhitzte Stellen auf. Auch wenn es verschiedene Heizungen gibt, ist es wichtig, dass an den warmen Stellen ein Bezug zu Licht vorhanden ist, denn Reptilien assoziieren die Sonne mit Wärme. Zur Schaffung der Sonneninseln gibt es spezielle Wärmelampen. Unser Sortiment besteht aus modernen Halogenlampen, die deutlich mehr Licht und Wärme als normale Spotstrahler erzeugen. Damit helfen sie, Strom zu sparen. So kann der Einsatz eines Halogenstrahlers anstelle eines normalen Glühdrahtspots im Jahr 25 Euro Stromkosten sparen. Die Halogen-Sunstrahler wurden für größere Terrarien entwickelt. Sie haben einen robusten Metallreflektor und trotzen damit den widrigen Klimabedingungen in einem Terrarium deutlich besser als normale Spotstrahler. Durch die Reflektorkonstruktion arbeiten die Lampen effizienter und leiten die Wärme direkt zum Tier, während bei normalen Strahlern erhebliche Wärmeverluste nach oben und zur Seite auftreten. Die Kombination von effizientem Reflektor und Halogentechnologie ist unschlagbar und ermöglicht den Einsatz von deutlich schwächeren Strahlern. Anstelle eines normalen 100 Watt Strahlers können Sie zum Beispiel eine 75 Watt Halogen-Sun einsetzen und erreichen die gleichen Temperaturen und sogar eine höhere Lichtleistung. Und das bei einer Stromersparnis von 25%. Halogen-Sun-Strahler sind in den Wattstärken 50 Watt, 75 Watt, 100 Watt erhältlich. Für kleinere Terrarien wurden die Halogen-Sun Mini entwickelt.
Diese sehr kleinen Lämpchen sind besonders für kleinere und flachere Terrarien geeignet, in denen man größere Strahler nicht unterbringen kann. Die Halogen Sun Mini gibt es in den Wattstärken 20, 35 und 50 Watt. Die Halogen Sun und Halogen Sun Mini passen in alle Fassungen mit E27-Gewinde. Hier bietet Lucky Reptile ein umfangreiches Sortiment an Fassungen und Zubehör an. Für die Halogen Sun Mini gibt es einen speziellen Reflektor, der auch die Fassung verdeckt und so im Terrarium wenig störend auffällt. Für Tropenterrarien mit hoher Luftfeuchtigkeit gibt es die Jungle Lamp. Die Jungle Lamp verfügt über ein wasserdichtes Gehäuse und arbeitet mit Niedervolt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Dafür ist ein Trafo notwendig, der einfach über eine Steckverbindung angeschlossen werden kann. An einen Trafo können damit abhängig von der Gesamtleistung bis zu 5 Jungle Lamp Leuchten angeschlossen werden. Die Nennlast am Trafo darf dabei 105 Watt nicht überschreiten. Verwendet man 20 Watt Leuchtmittel, können entsprechend bis zu 5, bei 50 Watt Leuchtmitteln bis 2 Jungle Lamp angeschlossen werden. Als Leuchtmittel kommen die Halogen Sun LV mit Niedervolt-Technologie zum Einsatz. Diese sind genauso leistungsfähig wie ein normaler Halogen Sun Strahler. Es gibt sie in den Wattstärken 20, 35 und 50 Watt. Für viele Anwendungen ist natürlich auch die Bright Sun als Wärmestrahler geeignet. Als einzige UV-Lampe kann sie Wärme und eine hervorragende Lichtleistung kombinieren. Sie bietet Reptilien damit alles in einer Lampe. Natürlich erreicht sie nicht die Wärmeleistung einer Halogen Sun, die speziell als Wärmelampe konstruiert wurde und muss gegebenenfalls in Kombination mit einem Wärmestrahler betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass die Lampen natürlich sehr heiß werden. Entsprechend müssen die Lampen gegen Kontakt mit den Tieren geschützt werden. Gerade bei kletternden Tieren und Schlangen ist das wichtig. Neben dem Thermo Socket Plus Reflektor mit seinem Schutzgitter ist dafür der Thermo Protect Lampenschutzkorb besonders geeignet. Der Thermo Protect hat ein besonders feines Gitter, sodass selbst kleine Reptilien nicht an die Lampe kommen können. Damit sie nicht von dem Leuchtmittel geblendet werden, ist ein entfernbarer Blendschutz integriert. Die Montage ist sehr einfach. Die Halterung wird mit Schrauben oder Silikon am Terrariumdeckel befestigt. Der Schutzkorb wird dann einfach in die Führung geschoben und mit dem Schnellverschluss gesichert. Ein Lampentausch ist somit sehr einfach und unkompliziert. Da viele Reptilien nachtaktiv sind, zum Beispiel beliebte Arten wie der Leopardgecko oder Kronengeckos, wollen sie diese natürlich auch nachts beobachten. Dafür gibt es spezielle Produkte für die Nachtbeleuchtung, die den Zweck erfüllen müssen, dass sie die Tiere sehen, sie aber nicht in ihrem Verhalten gestört werden. Während die meisten Hersteller auf bunte Glühbirnen für die Nachtbeleuchtung setzen, verwendet Lucky Reptile moderne LED-Technik. Diese hat den Vorteil, dass sie wenig Strom verbraucht und auch nur wenig Wärme produziert. Gerade bei Nacht können Glühbirnen durch ihre hohe Wärmeabgabe für unnatürliche Bedingungen sorgen und haben trotzdem Defizite in Sachen Ausleuchtung. Damit Sie Ihre Nachtlichtglühbirne einfach ersetzen können, bietet Lucky Reptile Ihnen die Moon Lamp. Diese passt in E27-Fassungen und kann direkt gegen Ihre bisherige Glühbirne getauscht werden. Schon verbrauchen Sie nur noch 0,5 Watt und sparen kräftig Strom. Die blauen LED stören die Tiere nicht und ermöglichen eine optimale Beobachtung. Eine Alternative stellt das Night Sky LED-System dar. Dieses ermöglicht eine flexiblere Ausleuchtung des Terrariums. Es besteht aus einem Trafo und kleinen LED, die man beliebig im Deckel verteilen kann. Damit können Sie das Terrarium nach Ihren Vorstellungen ausleuchten und so eine optimale Beobachtung Ihrer Tiere ermöglichen. An einen Trafo können dabei bis zu 6 LED angeschlossen werden. Im Night Sky LED Set sind bereits 3 LED enthalten. Weitere LED können Sie einzeln dazu kaufen. Ein LED verbraucht nur 0,2 Watt. So können Sie ein perfektes und gleichzeitig stromsparendes Ergebnis erzielen. Haben Sie Ihre Bartagame schon mal beim Schlafen beobachtet?
Warum installieren Sie nicht auch für Ihre tagaktiven Tiere eine Nachtbeleuchtung und simulieren so den Tagesrhythmus und gewinnen neue Einblicke? Oftmals gehen Lampen schnell kaputt. Das hat einen Grund. Das Hauptproblem ist, dass die Lampen im Terrarium oft überhitzen. Abhilfe schafft eine gute Lüftung im Lampenbereich. Häufig ist aber auch der Abstand zur bestrahlten Oberfläche bzw. dem Boden zu gering. Dadurch wird Wärme zurück zur Lampe projiziert und die Lebensdauer reduziert sich extrem. Gerade bei Halogenstrahlern wird oft ein zu geringer Abstand gewählt, da von normalen Spotstrahlern ausgegangen wird. Halogenstrahler sind aber deutlich leistungsfähiger. Bitte beachten Sie entsprechend die Abstandsempfehlungen für Lucky Reptile Lampen und Strahler. Der Mindestabstand ist rot markiert. Dieser muss auf jeden Fall eingehalten werden, um eine ordentliche Lebensdauer zu gewährleisten. Dazu wird bei UV-Lampen noch der optimale Abstand angegeben. Sie erkennen diesen an der grünen Markierung. Über diesen Abstand hinaus ist die Wirksamkeit der UV-Strahlung nicht für alle Arten gewährleistet. Bei Wärmelampen geben wir für ein paar Abstände die ungefähr zu erwartenden Temperaturen an, um ihnen einen Richtwert zu geben. Einen ebenfalls großen Einfluss auf die Lebensdauer von Lampen hat der elektrische Kontakt. Stellen Sie sicher, dass die Lampe immer so weit wie möglich in die Fassung geschraubt wird. Prüfen Sie auch, ob die Kontakte in der Fassung sauber sind und keine Korrosion aufweisen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die Fassung einen Defekt hat oder nicht richtig angeschlossen ist. Die Kabel können aufgespreizt oder die Kontakte locker sein. Am besten lassen Sie das von einem Elektriker prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie auch die Netzspannung prüfen lassen. Schon eine um 10% höhere Netzspannung reduziert die Lampenlebensdauer um die Hälfte. In manchen Regionen sind Spannungsschwankungen nicht selten. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auch im FAQ-Bereich auf www.luckyreptile.com. Ein Großteil der Wärme in den Terrarien wird durch die Beleuchtung erzeugt. Das macht auch Sinn, denn in der Natur ist die Sonne der wichtigste Wärmelieferant für Reptilien. Für sonnenliebende Arten ist es entsprechend unabdingbar, helle Sonneninseln mit der Vorzugstemperatur zu schaffen. Natürlich muss die Grundtemperatur stimmen und die Tiere brauchen ein Temperaturgefälle im Terrarium mit wärmeren und kälteren Stellen. So können Sie selbst bestimmen, welche Temperaturregion Ihnen zur jeweiligen Tageszeit am besten zusagt. Es ist wichtig, dass die Temperatur im Terrarium stimmt, damit sich Reptilien wohlfühlen und nicht krank werden. Sowohl zu niedrige als auch zu hohe Temperaturen können auf Dauer zu schweren Erkrankungen führen. Damit Sie die Temperatur überwachen und auch optimal einstellen können, gibt es spezielle Messgeräte und Regler. Einen Überblick und mehr Informationen zu diesen Geräten erhalten Sie im Bereich Mess- und Regeltechnik. Um jetzt die Temperatur im Terrarium richtig einzustellen, bedarf es einer speziellen Vorgehensweise. So bietet der Handel eine Vielzahl an verschiedenen Heizungsprodukten an. Dabei gibt es zum Teil unterschiedliche Heizungsarten, um die Grundtemperatur des Terrariums zu beeinflussen oder lokal wärmere Punkte zur Verfügung zu stellen. Da die Beleuchtung mit zur Temperatur im Terrarium beiträgt, ist es empfehlenswert, hier anzufangen. Installieren Sie zuerst die für die gehaltene Tierart notwendige Beleuchtung und ermitteln dann die damit im Terrarium erzeugten Temperaturen. Beachten Sie, dass die Beleuchtung schon einen halben Tag brennen muss, um verwertbare Werte zu erhalten. Es ist wichtig, dass Sie die Lufttemperatur, die Temperatur der Sonneninsel bzw. des wärmsten Punkts im Terrarium, sowie die kälteste Stelle prüfen. Es empfiehlt sich, diese Prüfung vorzunehmen, bevor Sie das Terrarium weiter einrichten. Die Sonneninsel kann dabei mit einem Stein oder Ast, wie man es auch später einsetzen würde, in Verbindung mit einem Abstandshalter für den Bodengrund gut simuliert werden.
Bei der Messung müssen Sie bedenken, dass die Umgebungstemperatur einen enormen Einfluss hat. Im Sommer wird die Zimmertemperatur höher sein, womit auch die Temperatur im Terrarium entsprechend steigt. Eine um 3 Grad Celsius höhere Zimmertemperatur wird auch das Terrarium an allen Stellen um 3 Grad Celsius erhöhen. Ebenso sollten Sie bedenken, dass die Temperaturen im Winter fallen werden. Besonders in der Nacht wird ja oftmals nicht so stark geheizt. In aller Regel sollten Sie eine entsprechende Heizung mit einem Thermostat installieren, um die Vorzugstemperatur der Tiere erreichen und halten zu können. Bei der Auswahl der Heizung sollten Sie auf die Bedürfnisse der Tiere achten. Für grabende Tiere ist eine Bodenheizung nicht empfehlenswert, denn in der Natur ziehen sich die Tiere in der Mittagshitze in das kühlere Erdreich zurück, um der Hitze zu entkommen. Bei einer Bodenheizung ist das nicht möglich. In diesem Fall können Sie mit entsprechenden Wärmestrahlern oder durch Installation der Heizung an den Terrarienseiten artgerechte Bedingungen schaffen. Darüber hinaus kann es Sinn machen, lokale Wärmestellen zu schaffen, zum Beispiel um im Bereich der Sonneninsel die Temperatur mit einem Heizstein oder einer schwachen Heizmatte oder Heizkabel zu erhöhen, anstatt einen stärkeren Spotstrahler einzusetzen. Das ist vom Stromverbrauch effizienter und gerade in hohen Terrarien kann ein Spotstrahler gar nicht die notwendigen Temperaturen am Boden erzeugen. Beachten Sie bitte, dass die Heizung immer vor Kontakt mit dem Tier geschützt werden muss. Sonst können sich die Tiere verbrennen oder die Heizung mit ihren Krallen beschädigen. Bei einer Bodenheizung ist es sehr empfehlenswert, diese mit Fliesen abzudecken. Dadurch schützen Sie die Heizmatte vor Berührung und verteilen vor allem optimal die Wärme. Ein Nebeneffekt ist, dass durch die bessere Wärmeverteilung die Gefahr einer Überhitzung verringert wird. Bei einer Bodenheizung ist diese Gefahr groß, da viele beliebte Bodensubstrate stark wärmeisolierend wirken. Das trifft vor allem auf holzbasierende Substrate aus Rinde, Holzschnipseln oder Sägespänen zu. Gut geeignet für die Verwendung mit Bodenheizungen sind Lucky Reptile Wüstensand und Sandbedding, Desert Bedding und Jungle Bedding. Im feuchten, nicht aber im trockenen Zustand sind auch Lucky Reptile Hydro Drain und Terrarienhumus zu empfehlen. Nicht geeignet sind Lucky Reptile Eco Bark, Snake Bedding und Cannabis Bedding. Mehr dazu erfahren Sie unter Bodensubstrat und Dekoration. Von Lucky Reptile erhalten Sie eine Vielzahl an Heizungsprodukten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete. Besonders kostengünstig und einfach im Einsatz ist die Thermomat. Sie wird von außen an das Terrarium geklebt. Die Heizmatte kann dabei je nach Bedarf an die Terrarienseiten, unter das Terrarium oder sogar in den Deckel geklebt werden. Bei Einsatz als Bodenheizung achten Sie bitte darauf, dass zwischen Terrarium und Schrank bzw. Boden ein Luftspalt ist, damit einer Überhitzung vorgebeugt wird. Die Thermomat eignet sich sowohl dafür, die lokale Temperatur zu erhöhen, zum Beispiel zum Schaffen eines Temperaturgefälles, als auch bei großflächigerer Anwendung für die Erhöhung der Grundtemperatur. Die Thermomat gibt es auch als dünnen Streifen. Dieser ist ideal für Racksysteme und wenn Sie mehrere kleinere Terrarien nebeneinander stehen haben. Die Thermomat Pro ist in erster Linie für den Einsatz im Terrarium entwickelt. Sie hat eine wasserdichte Kunststoffhülle, sodass sie auch in feuchter Umgebung eingesetzt werden kann. Die abgerundeten Seiten bieten Sand und anderem Bodengrund weniger Angriffsfläche und verhindern so, dass sich Bodensubstrat unter die Heizmatte schiebt und die Ecken sich hochbiegen. Zusätzlich verfügt diese Heizmatte über einen Überhitzungsschutz, der sie bei zu hohen Temperaturen abschaltet. Diese Funktion hat Lucky Reptile als erster Hersteller überhaupt eingeführt, da viele Anwender Heizmatten in einem Terrarium eingesetzt und mit falschem Bodengrund bedeckt haben. Da die Hitze dann nicht entweichen kann, besteht akute Brandgefahr. Der Lucky Reptile Überhitzungsschutz verhindert dies. Eine super flexible Heizung sind Heizkabel.
Diese lassen sich frei wie gewünscht verlegen und man ist im Gegensatz zu Heizmatten nicht an eine Form gebunden. So lassen sich durch engere Verlegung höhere Heizleistungen auf der Fläche erreichen oder Sie können gezielt Flächen aussparen. Letztendlich sind Sie völlig frei, ob Sie das Heizkabel am Boden verlegen, in eine Rückwand oder Felsfläche integriert oder um einen Ast wickeln. Von Lucky Reptile gibt es verschiedene Heizkabel. Das Thermo-Cable ist ein 230 Volt Kabel und erhältlich in Wattstärken von 15, 25, 50 und 80 Watt. Durch die dicke Silikonisolierung ist es wasserdicht und für alle Einsatzzwecke bestens geeignet. Für Anwendungen, in denen Wasser im Spiel ist, zum Beispiel zur Beheizung eines Badebeckens für Schlangen, empfehlen wir Ihnen unser Thermo-Cable Safe. Dieses arbeitet mit sicheren 12 Volt und ist in 10, 15 und 25 Watt erhältlich. Der Lucky Reptile Dark Spot ist ein Keramikstrahler, der in normale E27 Fassungen passt und in Wattstärken von 60, 100, 150 und 250 Watt erhältlich ist. Damit eignet er sich vor allem für größere Terrarien und bietet wie in der Natur Wärme von oben. Der besondere Clou ist die Farbwechselfunktion. So färbt er sich von Gelb in Rot an der Heizfläche um, wenn er angeschaltet ist. Informieren Sie sich auch über die passende Regeltechnik. Unerlässlich ist ein Temperaturgefälle mit Sonnenplätzen und kühlen Punkten. Sonnenplätze sollten vor allem mit Spotstrahlern geschaffen werden. Beleuchtung immer zuerst installieren. Heizungen werden ergänzend zur Beleuchtung eingesetzt. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf die Terrariumtemperatur aus. Aufpassen im Winter und Sommer. Eine Heizung sollte immer über Thermostat gesteuert werden. Bei Bodenheizungen ist auf geeignetes Bodensubstrat zu achten. Die richtige Luftfeuchtigkeit im Terrarium ist für das Wohlbefinden der Tiere immens wichtig. Die Tiere kommen aus unterschiedlichen Biotopen, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. Diese gilt es im Terrarium nachzubilden. So können Sie zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit im Terrarium durch großflächige Wasserflächen, entsprechend feuchtem Bodengrund, feuchtes Moos oder auch durch Pflanzen erhöhen. Darüber hinaus muss man das Terrarium in gewissen Abständen übersprühen. Dies erhöht die Luftfeuchtigkeit und bietet den Tieren gleichzeitig wichtiges Trinkwasser, denn viele Arten trinken nicht aus Wassernäpfen. Gerade in Tropenterrarien kann es erforderlich sein, dass sie mehrmals am Tag sprühen müssen, um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich aufwendig und auch nicht immer möglich, wenn Sie berufstätig sind. Abhilfe schaffen hier technische Hilfsmittel wie Luftbefeuchter und Beregnungsanlagen. Die Geräte sind dabei nicht nur sehr praktisch für Tropenterrarien, sondern für jeglichen Terrarientyp. So können Sie die Terrarien automatisieren und sich viel Arbeit sparen. Gerade in Urlaubszeiten ist das eine enorme Hilfe, da Sie bei einigen Arten so sogar auf einen Urlaubspfleger verzichten können. Der Lucky Reptile Super Fog ist ein Ultraschall-Luftbefeuchter, der Wasser zu einem feinen Nebel zerstäubt. Das Gerät wird außerhalb des Terrariums aufgestellt und die Installation ist kinderleicht. Es hat einen 2 Liter Wassertank, der einfach aufgesetzt wird und für mehrere Tage ausreicht. Der Schlauch ist flexibel in Form und Länge und kann bis auf 2 Meter ausgezogen werden. Er wird auf den Auslass gesteckt und dann über eine Öffnung in das Terrarium geführt oder einfach auf die Lüftung gelegt. Das Gerät kann im Schrank unter dem Terrarium stehen und oben in das Terrarium den Nebel leiten. Mit einem Drehregler lässt sich die Leistung einstellen. Optimal ist der Super Fog in Kombination mit dem Humidity Control 2,
der den SuperFog dann automatisch steuert. Man kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen und der Humidity Control schaltet den SuperFog automatisch ein und aus. So wird die Luftfeuchtigkeit perfekt gehalten. Mehr erfahren Sie unter Mess- und Regeltechnik. Ein anderes Konzept wird mit der Beregnungsanlage SuperRain verfolgt. Diese sprüht über Düsen Wasser in das Terrarium und simuliert quasi einen tropischen Regenschauer. Dadurch wird nicht nur die Luftfeuchtigkeit erhöht, sondern die Tiere erhalten Trinkwasser und auch Pflanzen können so bewässert werden. Das System ist dabei super flexibel und erweiterbar. Die SuperRain-Anlage besteht aus einer Pumpeneinheit, die mit sicherer 24-Volt-Technik arbeitet. Dazu gehören ein Trafo, drei Düsen, Verbindungsstücke, Saugnäpfe, Schlauch, Filter, Tropfer und ein Wasserbehälter. Die Installation ist dabei denkbar einfach. Lediglich den Schlauch in die Verbindungsstücke schieben und die Mutter festschrauben. Der Schlauch wird passend zugeschnitten. Sie brauchen ein Stück, um das Wasser aus dem Tank zu pumpen, sowie eine Zuleitung in das Terrarium und kürzere Schlauchstücke, um die Düsen im gewünschten Abstand miteinander zu verbinden. Wichtig ist, dass der Wasserbehälter immer unterhalb der Pumpeneinheit steht, da sonst auch bei ausgeschalteter Pumpe die Düsen tropfen und der Wassertank leerlaufen kann. Sie kennen den Effekt vielleicht vom Absaugschlauch aus der Aquaristik. Die Pumpe schafft dabei eine Pumphöhe von 2 Metern, sodass sie bequem in den Unterschrank gestellt werden kann. Für die Installation der Düsen im Terrarium gibt es 2 Möglichkeiten. Standardmäßig ist vorgesehen, dass Sie mit dem beigelegten Schottstück in das Terrarium gehen und von dort aus den Schlauch im Terrarium weiterführen und die Düsen in den gewünschten Abständen installieren. Der Schlauch wird dabei mit Saugnäpfen am Terrariumdeckel befestigt. Alternativ können Sie den Schlauch auch außerhalb führen und für jede Düse einen Durchbruch im Deckel machen. Dazu brauchen Sie separat erhältliche Zubehörteile. Ebenso gibt es Zubehörteile, die eine Verschraubung der Befestigung am Deckel ermöglichen, zum Beispiel für Holzterrarien. An einer Anlage können über 10 Düsen angeschlossen werden. Verschiedene Verbindungsteile ermöglichen eine flexible Verlegung des Schlauchs. Im Set bereits enthalten ist ein regulierbarer Tropfer, den Sie zum Beispiel in das Erdreich von Pflanzen legen können. So versorgen Sie diese mit ausreichend Wasser. Ein Feinfilter verhindert, dass die Anlage Schmutzpartikel ansaugt. Dadurch können Sie das Wasser auch direkt aus dem Terrarium pumpen und so einen geschlossenen Kreislauf erzeugen, in dem das versprühte Wasser wieder in den Boden sickert und dort von der Pumpe wieder angesaugt wird. Das können Sie mit einer Schicht Hydro-Drain erreichen, die unter dem Bodensubstrat liegt. Dadurch steht dann Wasser im Bodenbereich des Terrariums, was die Beregnungsanlage problemlos hochpumpen und versprühen kann. Durch das Substrat sickert es dann wieder zurück in die Drainageschicht. Natürlich müssen Sie wegen der Verdunstung ab und zu Wasser nachfüllen, aber Sie haben so ein autarkes System. Optimal funktioniert eine Beregnungsanlage in Verbindung mit einer Zeitsteuerung, die das Gerät mehrmals am Tag einschaltet. Aufgrund der hohen Leistung der Geräte und beschränkten Größe der Terrarien sprühen sie im Normalfall im Sekundenbereich. Dies macht spezielle Zeitschaltuhren erforderlich. Lucky Reptile bietet Ihnen mit dem Pro Timer und dem Easy Timer 2 verschiedene Modelle. Mehr Informationen erhalten Sie im Bereich Mess- und Regeltechnik. Leitungswasser kann durch den Kalkgehalt Beregnungsanlagen und Vernebler beschädigen. Wir empfehlen die Benutzung von entmineralisiertem Wasser, wie Lucky Reptile Terratec H2O. So haben Sie lange Freude mit Ihrem Gerät. Manchmal kann es auch erforderlich sein, die Luftfeuchtigkeit im Terrarium zu reduzieren bzw. die Belüftung zu verbessern, da die Scheiben beschlagen und Staunässe vorhanden ist.
Hierfür eignet sich optimal das TerraFan-Lüftersystem. Hiermit erhöhen Sie die Luftzirkulation und können gezielt in Bereichen die Belüftung verbessern und damit ein Beschlagen der Scheiben verhindern. Auch für Lüfter gibt es passende Regeltechnik. Sie finden diese gleich im nächsten Kapitel. Damit es Ihren Tieren gut geht, ist es wichtig, die Klimawerte zu überwachen und zu steuern. Hierfür gibt es eine Vielzahl an praktischen Geräten für jeden Einsatzzweck. Mit Thermometern und Hygrometern können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Dabei gibt es einfache analoge Geräte, die in das Terrarium geklebt werden und an denen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an einer Skala ablesen können. Es gibt auch digitale Geräte mit Fernfühler. Hier wird der Fernfühler an einer geeigneten Stelle im Terrarium positioniert, während das Gerät selbst gut ablesbar außerhalb des Terrariums bleibt. Das Thermometer Deluxe bietet zwei Fernfühler und kann so die Temperatur an zwei Stellen messen. Die Sensoren sind wasserdicht und somit auch für Aquarien geeignet. Noch mehr Möglichkeiten bietet das Thermohygrometer Pro und das Thermohygrometer Deluxe Pro. Beide Geräte verfügen über einen Kombisensor, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Das Deluxe-Modell verfügt zusätzlich über einen separaten Temperaturfühler, sodass die Temperatur an zwei Stellen gemessen wird. Beide Geräte speichern die minimalen und maximalen Messwerte, sodass Sie einen besseren Überblick über die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsentwicklung im Messzeitraum bekommen. Man muss sich immer entscheiden, wo man die Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst, da diese teilweise sehr stark im Terrarium schwanken kann. Für gute Durchschnittswerte sollte man den Fühler ungefähr auf ein Drittel der Höhe an der Rückseite des Terrariums positionieren. Er sollte aber frei liegen und nicht von Pflanzen oder Deko verdeckt werden. Einen guten Überblick über die verschiedenen Temperaturwerte im Terrarium erhalten Sie mit dem Lucky Reptile Infrarot-Thermometer. Es misst auf Knopfdruck die Oberflächentemperatur von Objekten. Sie brauchen diese nur anzuvisieren und den Knopf zu drücken und schon wird die Temperatur angezeigt. So können Sie schnell mehrere Punkte im Terrarium messen und das Temperaturgefälle überprüfen. Je näher Sie am Objekt sind, desto präziser wird der Wert. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die Lufttemperatur messen können. Es funktioniert nur bei Objekten. Durch das Glas können Sie nicht messen. Ungemein praktisch sind Datenlogger, die viele Messwerte in definierbaren Zeitabständen speichern und so einen detaillierten Überblick über die Klimaentwicklung bieten. Der Lucky Reptile Thermo Recorder kann zum Beispiel alle 2 Sekunden die Temperatur messen und 16.000 Messwerte speichern. Damit eröffnen sich Ihnen ungeahnte Möglichkeiten. Sie können nicht nur die Temperaturentwicklung in Ihrem Terrarium exakt nachvollziehen, sondern auch Vergleiche anstellen, indem Sie das Gerät mal an verschiedenen Punkten im Freien positionieren. Dadurch gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse und können die Haltung der Tiere optimieren. Der Thermorecorder ist ideal, um die Temperatur in einem Inkubator, Kühlschrank oder sonstigen zu überwachen. Dem Gerät liegt eine Windows-Software bei, mit der es sich einfach programmieren lässt. Zusätzlich können Sie die Messungen in einer Datenbank speichern, sowie Grafiken erstellen und zur Weiterverarbeitung an Word übergeben. So schaffen Sie sich schnell einen Überblick und können Vergleiche anstellen. Die Klimawerte kennen ist die eine Sache, aber Sie möchten ja auch optimale Werte haben. Hierfür bieten sich verschiedene Regler an. Thermostate steuern die Temperatur. Sie stellen einen Temperaturwert ein und der Thermostat schaltet dann die angeschlossenen Heizungen so, dass die Temperatur gehalten wird. Hierfür gibt es mit dem Thermocontrol 2 und dem Thermocontrol Pro 2 zwei moderne leistungsfähige Geräte. Beides sind digitale Thermostate, die die aktuell gemessene Temperatur ständig im Display anzeigen. Der Fernfühler wird hierzu im Terrarium positioniert, während das Display gut sichtbar an der Terrarienfront installiert wird. Beide haben 2 Steckkupplungen. Hier fangen die Unterschiede an. Die Steckdose 1 ist für die Heizung. Steckdose 2 ist zeitgesteuert, wobei beim Thermocontrol Pro 2 das Gerät über eine Echtzeituhr verfügt und die Steckdose 2 wie eine digitale Zeitschaltuhr zur eingestellten Uhrzeit ein- und ausschaltet.
Zwei Ein-Auszeiten sind einstellbar. Die kleinste Schaltzeit ist eine Minute. Beim Thermocontrol 2 haben Sie nur eine Intervallfunktion. Sie können einstellen, in welchen Abständen in Stunden die Steckdose 2 ein- und ausgeschaltet werden soll. So können Sie zum Beispiel einstellen, dass die Steckdose immer 2 Stunden an und 6 Stunden aus sein soll. Die Zeitfunktion bei beiden Geräten eignet sich auf jeden Fall, um zum Beispiel eine Lampe zu steuern, sodass Sie schon eine kleine Schaltzentrale haben. Also Thermometer, Thermostat und Zeitschaltuhr in einem Gerät. Während der Thermocontrol 2 24 Stunden die gleiche Temperatur hält, kann der Thermocontrol Pro 2 zeitabhängig unterschiedliche Temperaturen umsetzen. So können Sie zum Beispiel ab 6 Uhr morgens eine Temperatur von 30 Grad Celsius vorgeben und ab 20 Uhr abends eine Nachttemperatur von 20 Grad Celsius. Die Umschaltung erfolgt dann automatisch dank Echtzeituhr. Auch eine Umschaltung auf Kühlbetrieb ist möglich, zum Beispiel um einen Lüfter zu steuern und bei Überhitzung heiße Luft aus dem Terrarium zu ziehen. Beide Geräte verfügen über eine Alarmfunktion, die bei Überschreiten der eingestellten Abweichung akustisch und optisch warnt. Auch für die Luftfeuchtigkeitssteuerung gibt es mit dem Humidity Control 2 eine Lösung. Das Gerät ist dabei baugleich mit dem Thermocontrol Pro 2, verwendet aber natürlich einen hochwertigen Luftfeuchtigkeitssensor statt einem Temperatursensor. Die Funktionen gleichen sich dabei. Auch der Humidity Control kann mit unterschiedlichen Werten für Tag und Nacht arbeiten, wobei Sie hier nachts für gewöhnlich höhere Werte erreichen möchten. Dies ist problemlos machbar. Der Humidity Control ist dabei optimal für die Verwendung mit dem SuperFog und kann die Luftfeuchtigkeit so präzise über den Tag wie gewünscht aufrechterhalten. Eine Verwendung mit dem SuperRain ist etwas komplizierter, aber möglich. Die Besonderheit bei Beregnungsanlagen ist, dass die Luftfeuchtigkeit auch weiter ansteigt, wenn die Beregnungsanlage schon ausgeschaltet ist, da ja noch Sprühwasser verdunstet. Das macht eine luftfeuchtigkeitsbezogene Steuerung etwas anspruchsvoller. Der Humidity Control macht es möglich. Sie können ihm vorgeben, mit welchen Luftfeuchtigkeitsunterschieden er schalten soll. Hier wählen Sie generell etwas größere Schaltunterschiede und stellen das Gerät auch auf eine niedrigere Luftfeuchtigkeit als gewünscht ein, da diese nach Ende des Sprühvorgangs noch steigt. Dies erfordert etwas Ausprobieren. Natürlich sind auch Alarmfunktion und Zeitschaltuhr mit an Bord und das Gerät kann auch in den Entfeuchtungsmodus geschaltet werden. Das ist wichtig, um Staunässe aus einem Terrarium zu entfernen. Dann schalten Sie einen Lüfter über den Humidity Control. Zeitschaltuhren sind weitere wichtige Utensilien für Terrarien. Sie steuern die Beleuchtung und eignen sich auch, um andere Geräte wie Lüfter, Luftbefeuchter und Beregnungsanlagen hinzuzuschalten. Die richtige Schaltung der Beleuchtung ist nicht nur für die Tiere wichtig, sondern kann auch bares Geld sparen. Statt die Beleuchtung den ganzen Tag zu betreiben und damit auch den starken 100-Watt-Strahler, ist es besser, die Beleuchtung in Gruppen zu schalten. So lässt man die Grundbeleuchtung, je nach Jahreszeit, 8 bis 14 Stunden brennen. Den Wärmestrahler aber nur 4 bis 8 Stunden und die UV-Beleuchtung vielleicht sogar nur eine Stunde. Dafür brauchen Sie natürlich mehrere Zeitschaltuhren, aber man simuliert grob Sonnenauf- und Untergang, die heiße Mittagszeit und spart Geld. Eine UV-Lampe mit 2000 Stunden Nutzdauer hält bei 12 Stunden Betrieb am Tag weniger als ein halbes Jahr, bei 8 Stunden Betrieb ganze 9 Monate und damit 50% länger. Die Tauschintervalle für die Lampe werden länger und sie sparen Strom, während es für die Tiere keinen Nachteil hat, da sie sich an deren Aktivitätsperioden orientieren und die Lampe bei 12 Stunden Betrieb mehrere Stunden ungenutzt brennt. Für die Beleuchtung ist der Eco-Timer ausreichend. Diese mechanische Zeitschaltuhr lässt sich schnell und einfach in 20-Minuten-Schritten einstellen und ist sehr zuverlässig. Mehr Funktionen haben Sie mit dem Pro-Timer, der eine flexible Programmierung ermöglicht und leichte Variationen pro Tag zulässt, sodass der engagierte Terrarianer seinen Tieren wie in der Natur leichte Abwechslung und nicht jeden Tag das Gleiche bietet. Der Pro-Timer hat 8 Schaltplätze, die Sie beliebig über die Woche verteilen können. So lässt sich jeder Wochentag gleich steuern oder aber explizit für zum Beispiel den Mittwoch eine separate Schaltzeit einstellen. Die kleinste Schaltzeit beträgt dabei eine Sekunde. Damit ist das Gerät ideal für Beregnungsanlagen geeignet.
Bequemer in der Bedienung ist der Easy Timer. Dabei handelt es sich um eine Intervallsteuerung, bei der Sie mit wenigen Knopfdrücken alles Notwendige einstellen können. Wählen Sie aus vordefinierten Schaltzeiten und Wiederholungsabständen aus. Mit diesem Gerät können Sie eine Beregnungsanlage zum Beispiel alle 2 Stunden für 15 Sekunden einschalten. Folgende Schaltzeiten und Wiederholungszeiten sind auswählbar. Der große Vorteil liegt in der einfachen und schnellen Programmierung, bei der Sie im Gegensatz zum Pro-Timer keine Fehler machen können. Bei diesem besteht die Möglichkeit, dass sich schnell Programmierfehler einschleichen, die dann zu ungewünschten Ergebnissen führen. Der Easy-Timer ist nicht nur für Beregnungsanlagen ideal, sondern kann auch Lüfter, Luftbefeuchter und andere Geräte in Intervallen bequem steuern. Terrarien müssen den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden, was aber nicht heißen muss, dass sie nicht auch optischen Ansprüchen entsprechen können. Von Lucky Reptile erhalten Sie ein breites Sortiment an Terrarien, das praktisch alle Wünsche abdecken kann. Das Lucky Reptile Herbtarium ist eine Weiterentwicklung des klassischen Glasterrariums. Ein Kunststoffrahmen schützt die Kanten gegen Stöße und setzt klare optische Akzente. Die größeren Modelle haben zusätzliche Glasstreben an der Seite, die nicht nur als optisches Stilelement dienen, sondern auch bei vielen Arten, wie zum Beispiel Geckos, das Ausbrecherisiko reduzieren. Der abnehmbare Gasedeckel bietet eine großflächige Belüftung und erleichtert die Wartung und Reinigung. Die speziellen Verschlüsse bieten im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen keine Ritzen, aus denen Tiere und Futtertiere entkommen können. Die Gase hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit, sodass noch genug UV und Licht beim Tier ankommen, wenn Sie die Lampen auf die Gase stellen. Lochbohrungen im Deckel können Düsen, Nachtlicht-LED oder auch Leuchten mit Gewinderohr aufnehmen. Damit die Kabel für Heizung, Pumpen und Ähnlichem problemlos aus dem Terrarium geführt werden können, haben Sie die Möglichkeit, an den Ecken des Deckels entsprechende Durchführungen herauszubrechen. In Kombination mit passenden Terrarienschränken lassen sich so wahre Schmuckstücke im Wohnzimmer aufstellen. Glasterrarien treffen aber nicht jedermanns Geschmack und haben auch Nachteile. So bieten sie eine geringe Energieeffizienz, weil durch das Glas viel Wärme entweichen kann. Besonders scheue Tiere fühlen sich in einem Glasterrarium wie auf einem Präsentierteller, da es von allen Seiten einsehbar ist. Es gibt den Tieren kein Sicherheitsgefühl und setzt sie ständig unter Stress. Verhindern können sie das, indem sie eine Rückwand einbauen und die Seiten verkleiden. Dies verbessert zusätzlich die Isolationseigenschaften. Holzterrarien haben diese Probleme nicht, denn Holz isoliert gut und durch die undurchsichtigen Seiten haben die Tiere ein klar definiertes Territorium. Dies steigert das Sicherheitsgefühl der Tiere. Die Lucky Reptile Furnitarien sind besonders attraktiv und fügen sich gut in die Wohnung ein. Sie werden als Bausatz mit allem nötigen Material geliefert. Der Aufbau geht dank ausführlicher Anleitung spielend und schnell von der Hand. Bei einem späteren Umzug können die Furnitarien wieder zerlegt werden, sodass sie sich im Gegensatz zu Glasterrarien auch gut transportieren lassen. Die Terrarien haben an der Front- und Rückseite großflächige Lüftungen, die für einen optimalen Luftaustausch sorgen und auch ein Stapeln der Terrarien ermöglichen. Eine Kabeldurchführung an der Rückseite erleichtert das Einbringen von Wasserfällen oder Heizungen. Die Schiebescheiben sind aus gehärtetem Glas und damit besonders bruchsicher. Verschiedene Dekore sind erhältlich. Ein zweifarbiges Terrarium mit modernem Wängedekor sowie Buche und Ahorn. Dazu sind passende Schränke erhältlich. Mit dem Furny Top gibt es einen nachrüstbaren Beleuchtungskasten, der nicht nur die Beleuchtung aufnehmen kann, sondern durch pfiffige Details glänzt. Die Installation ist einfach. Sie ersetzen den Terrariendeckel durch den mitgelieferten Deckel mit Lüftungseinsatz, setzen die Seiten auf und dann den Original-Terrariumdeckel. Die Frontblende können Sie nach Ihrem Geschmack anbringen. Versetzen Sie diese zum Beispiel etwas nach innen, erhalten Sie ein praktisches Regal und damit auch einen auflockernden optischen Charakter. Die Blende wird durch Magnete gehalten und ist somit einfach abnehmbar.
Lampen können einfach hinten auf das Lüftungsgitter gelegt werden und stören so das Gesamtbild des Terrariums nicht. Die Fernitarien setzen optische Akzente und sind ideal für Schlangen und Wüstenbewohner. Wenn man sie für tropische Arten einsetzt, müssen sie vorsichtig sein, da Holz durch Feuchtigkeit leicht aufquellen kann. Besonders gut für Arten mit hohem Frischluftbedürfnis, wie zum Beispiel Chamäleons, eignen sich die Open-Air-Vivarien. Diese Terrarien bestehen aus stabiler, wetterbeständiger Nylongase. Weder UV-Licht noch Grillen können ihr etwas anhaben. Damit sind sie auch ideal, um ihren Tieren einen Freiluftaufenthalt zu gönnen. Separat erhältliche, flexible Kunststoffwannen verhindern, dass Wasser und Bodengrund aus dem Terrarium laufen. Besonders europäische Landschildkröten profitieren von einem Freilandaufenthalt. Mit dem Tortoise-Garten-System können Sie ihnen ein schönes Freigehege bauen. Die robusten, wetterbeständigen Plastikplanken können quasi beliebig zusammengesteckt werden und damit Gehege in allen möglichen Größen und Formen schaffen, die später auch erweiterbar sind und so mit Ihren Schildkröten wachsen. Einen Schutzraum können Sie übrigens leicht mit einer Plexiglas- oder Doppelstegplatte schaffen. Ein Traum für Wasserschildkröten ist das Turtle-Terrarium. Dieses elegante Schildkröten-Aquarium ist ein echter Hingucker und in artgerechten Größen erhältlich. Das große 120er Turtle-Terrarium glänzt mit bis zu 68 cm Tiefe, was auch für viele ausgewachsene Schildkröten genügend Platz bietet. Passende Unterschränke im eleganten Silbergrau sind für alle Größen erhältlich. Ein Landteil und Sonnenplatz für die Schildkröten können Sie zum Beispiel einfach mit einer Turtle Island schaffen. Als Filter ist der Thermoclean ideal. Dieser verfügt über eine integrierte Heizung. Das ist für Schildkröten optimal, denn diese quirligen Gesellen gehen nicht gerade zimperlich mit Einrichtungsgegenständen um und da geht auch schon mal ein Glasheizer zu Bruch. Im Thermoclean ist die Heizung sicher untergebracht und Installation und Wartung des Außenfilters sind kinderleicht. Über die richtige Einrichtung Ihres Terrariums können Sie sich im folgenden Kapitel informieren. Bei Glasterrarien sollten die Rückwand und Seiten immer verkleidet werden. Das erhöht das Sicherheitsgefühl. Glasterrarien haben einen hohen Wärmeverlust. Mit Holzterrarien lässt sich eine deutliche Energieersparnis erzielen. Holzterrarien können zerlegt werden und sind leicht zu transportieren. Freilandaufenthalte sind günstig für viele Arten. Hier ist das Open-Air-Vivarium ideal. In Sachen Ernährung gibt es bei Reptilien und Amphibien einige Besonderheiten. Da die Tiere wechselwarm sind, ist ihr Nahrungsbedarf geringer als der eines Säugetiers, das über die Nahrungszufuhr seine Körpertemperatur aufrechterhalten muss. Eine erhöhte Nahrungsaufnahme führt bei jungen Reptilien und Amphibien erstmal zu verstärktem Wachstum. Längere Fastenperioden stellen für Reptilien kein Problem dar. Gerade Schlangen sind dafür bekannt, dass sie monatelang ohne Futter auskommen können. Diese Besonderheiten gilt es natürlich im Terrarium zu berücksichtigen. Denn auch Reptilien können bei zu guter Ernährung verfetten, was die Lebensdauer verkürzt. So ist eine artgerechte und ausgewogene Ernährung entsprechend wichtig. Viele Reptilien und eigentlich alle Amphibien ernähren sich insektivor, also insektenfressend, bzw. carnivor, fleischfressend. Oftmals wird alles erbeutet, was sich bewegt und ins Maul passt. Das können auch die eigenen Artgenossen sein. Es gibt aber auch rein herbivore, pflanzenfressende Reptilien. Dazu sind vor allem viele Schildkröten zu zählen und omnivore, also allesfressende Reptilien, die sowohl Pflanzen als auch Insekten fressen. Für insektenfressende Tiere bietet der Zoofachhandel ein großes Sortiment an lebenden Futterinsekten, mit denen sie die Tiere abwechslungsreich ernähren können. Wichtig ist aber, dass die Insekten auch einen hohen Nährwert haben. Dazu werden sie im Vorfeld angefüttert, am besten geht das in einem Cricket Keeper. Der Handel bietet auch spezielles Insektenfutter an. Ideal sind auch Produkte wie Aqua Crystal Scale zur Feuchtigkeitsversorgung.
Auch wenn insektenfressende Reptilien vor allem auf Bewegung gehen, gibt es viele Arten, wie zum Beispiel Warane, Teius oder Bartagamen, die auch problemlos Fertigfutter akzeptieren. Man kann die meisten Reptilien gut an das Füttern mit der Pinzette gewöhnen. Das hat den Vorteil, dass sie kontrolliert füttern können und sehen, was und wie viel die Tiere fressen. So können auch keine Futterinsekten entkommen. Tiere, die von der Pinzette fressen, sind in der Regel auch problemlos an Fertigfutter gewöhnbar. Fertigfutter bietet dabei einige Vorteile gegenüber der Lebendfütterung. Während es bei Lebendfutter in einzelnen Zuchten immer wieder Engpässe gibt, ist Fertigfutter immer verfügbar und kann auch lange gelagert werden. Außerdem zirpst und krabbelt da nichts. In der Regel werden die Vorzüge von frischem Futter betont. Man muss aber feststellen, dass bei entsprechender Zubereitung bei Doseninsekten keine Nährwerte verloren gehen. Vielmehr kann man sicherstellen, dass nur optimal angefütterte Insekten verwendet werden, während bei Lebendfutter schon nach kurzer Zeit mit einem Nährwertverlust zu rechnen ist. Lucky Reptile fügt seinem Herb Diner Doseninsekten zudem Sepia-Pulver hinzu, sodass diese ein optimales Calcium-Phosphor-Verhältnis aufweisen. Sie können die Insekten ohne weiteres bestäuben, mit Vitaminen oder Mineralien direkt aus der Dose verfüttern und sich vor allem sicher sein, dass die Insekten keine Parasiten auf die Reptilien übertragen. Denn diese werden beim Kochprozess abgetötet. Besonders lebende Schnecken können von Parasiten belastet sein. Die Auswahl an unterschiedlichen Sorten ist groß. Neben Grillen, Heuschrecken und Mehlwürmern gibt es auch Bambusmaden, die man nicht als Lebendfutter findet. Diese großen Maden sind ein Leckerbissen und ideal, um magerere Tiere aufzupäppeln. Insect Blend ist eine leckere Insektenmischung für extra viel Abwechslung. Mit Turtle Blend gibt es auch zwei spezielle Mischungen für Wasserschildkröten, die gierig gefressen werden. Zwei Größen Shrimps und kleine Süßwasserschnecken sind ein Leckerbissen für Wasserschildkröten. Darüber hinaus sind die Shrimps und Schnecken auch ideal für Warane und omnivore Schildkröten geeignet. Auch Bartagamen lieben Herb Diner Shrimps als willkommenen Leckerbissen. Adulte Bartagamen ernähren sich aber hauptsächlich von Grünfutter. Das sollten Sie beachten, da ein zu hoher Insektenanteil im Alter ein Problem für den Stoffwechsel darstellt. Pflanzenfressende Reptilien sind auf den ersten Blick einfach zu ernähren. Trotzdem kann man aber viel falsch machen. Der Supermarkt bietet zwar eine große Auswahl, vieles ist aber nicht geeignet. Obst sollten Sie, wenn überhaupt, nur sehr selten als Leckerbissen reichen und statt Gemüse und gespritztem Salat greifen Sie auch besser auf Wiesenkräuter wie Löwenzahn, Wegerich, Klee und vieles mehr zurück. Einen guten Überblick über geeignete Futterpflanzen erhalten Sie in dem Buch Futterpflanzen von Marion Minch. Ideal als Nahrungsergänzung für Pflanzen und allesfressende Reptilien sind Lucky Reptile Flower Mix und Herb Mix. Flower Mix ist in zwei Sorten erhältlich. Die getrockneten Blüten sind richtige Leckerbissen für Leguane, Schildkröten, Bartagamen und Co. und dank natürlicher Vitamine und hohem Rohfasergehalt noch dazu sehr gesund. Herb Mix sind diverse getrocknete Wildkräuter. Diese weisen einen deutlich höheren Rohfaseranteil als frisches Grünfutter auf. Dies ist für die Verdauung wichtig. Füttern Sie ein- bis zweimal die Woche Herb Mix separat oder unter das andere Futter gemischt. Ideal für Landschildkröten sind die Herb Cops. Diese rohfaserreichen Wiesenkräuterpellets können an große Schildkröten trocken verfüttert werden. Ansonsten mischt man sie mit Wasser zu einem nahrhaften Brei. Durch den hohen Rohfaseranteil wird die Verdauung der Schildkröten unterstützt. Bei wählerischen Schildkröten mischen sie am besten mit anderem Futter. Das Wichtigste ist Abwechslung. Füttern Sie nicht immer das Gleiche, sondern bieten Sie immer verschiedene Futtersorten an, auch wenn Ihr Tier etwas gerne frisst. Legen Sie alle 3 bis 4 Tage einen Fastentag ein. Berücksichtigen Sie, dass Sie die Tiere mit ausreichend Kalzium versorgen. Das ist besonders für Jungtiere und trächtige Weibchen wichtig, die einen erhöhten Kalziumbedarf haben. Beachten Sie auch, dass UV-Strahlung alleine Knochenprobleme nicht verhindern kann. Die Zugabe von Kalzium ist ein Muss. Das Bio-Calcium-Sortiment bietet Ihnen Calcium für jeden Einsatzzweck. Mit Bio-Calcium-Sepia-Powder können Sie Futterinsekten und Salat mit Sepia-Pulver bestreuen. Sepia ist ein Naturprodukt und reich an natürlichem Calcium, was optimal verwertbar ist. Für größere Tiere gibt es den Sepia-Knochen, auch am Stück. Diesen kann man ins Terrarium legen, sodass die Tiere ihren Bedarf selber decken können. Dabei beißen sie durchaus Stücke aus dem Knochen, was bei Schildkröten auch der Abnutzung des Schildkrötenschnabels dient.
Es gibt ebenfalls mit Bio-Calcium-Sepia-Crushed mundgerechte Stücke, die Sie in einem Napf zur Verfügung stellen können, was vor allem für Jungtiere praktisch ist. Stellen Sie den Tieren immer Sepia zur Calciumversorgung zur Verfügung, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Mindestens genauso wichtig wie die Calciumversorgung ist auch die Verabreichung von Vitaminen und Spurenelementen. Da man im Terrarium selbst bei viel Abwechslung nicht die Nährstoffvielfalt der Natur erreichen kann, ist eine sinnvolle Zufütterung von bestimmten Vitaminen, Spurenelementen und Aminosäuren wichtig. Dabei muss aber unbedingt beachtet werden, dass Vitamine überdosiert auch schädlich sein können. Das Futter sollte ein- bis zweimal pro Woche mit einem hochwertigen Vitaminpulver bestreut werden. Lucky Reptile-Vitamine sind nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt und zeichnen sich besonders durch die hochwertigsten Zutaten und eine exzellente Haftung aus. Da Insekten- und Pflanzenfresser unterschiedliche Bedürfnisse haben, gibt es spezielle Mischungen. Carnivit für Insekten, Fleisch- und Allesfresser wie Bartagamen und Herbivit für Pflanzenfresser wie Schildkröten, Großleguane und Uromastix. Sie wollen mehr wissen? Im Zoofachhandel finden Sie Kataloge und Broschüren von Lucky Reptile. So stellt Ihnen Lucky Reptile zum Beispiel gut geeignete Terrarientiere in der Reihe Neue Arten braucht das Land vor. Auch auf den Lucky Reptile Internetseiten werden Ihnen umfangreiche Informationsseiten angeboten. Hier können Sie sich aktuell über Produktneuheiten und wichtige Neuigkeiten informieren. Dort finden Sie immer das Lucky Reptile Angebot des Monats, das Sie bei teilnehmenden Zoofachgeschäften erwerben können. Im Support-Bereich werden häufige Fragen beantwortet und Sie können sich Bedienungsanleitungen und andere Dokumente zu den bewährten Lucky Reptile Produkten herunterladen. Natürlich darf ein Bezugsquellenverzeichnis nicht fehlen. Hier finden Sie gezielt einen Händler in Ihrer Nähe. Damit Ihrem Tier im Ernstfall auch schnell geholfen wird, gibt es auch ein Verzeichnis mit reptilienkundigen Tierärzten. Als besonderen Service bietet Lucky Reptile Ihnen Steckbriefe zu mittlerweile über 300 Arten, darunter viele Arten, über die es praktisch keine Literatur gibt. Gerne steht Ihnen das Lucky Reptile Team auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung.